bejammert, dass die österreichischen Zeitungen nicht mit den Größen aus Deutschland oder Schweiz mithalten können. Die NZZ wird auch immer als Vorbild genannt. Wie schätzen Sie eigentlich die österreichische Medienlandschaft ein? Ja, es ist immer ein bisschen schwierig für einen Berufskollegen aus dem Ausland, Kollegen quasi zu kritisieren. Ich halte die österreichische Presselandschaft an sich für durchaus anständig. Es gibt verschiedene Produkte im Markt und es gibt auch mit dem Standard und der Presse durchaus Qualitätsmedien. Also ich wäre jetzt da nicht ganz so hart wie vielleicht Ihre Beispiele. Aber können Sie sich vorstellen, warum die NZZ immer als großes Vorbild genannt wird? Naja gut, die NZZ wird ja nicht nur in Österreich immer wieder als Referenz genommen. Die NZZ ist ein bisschen ein sui generis, kommt aus einem sehr kleinen Land und hat eine überproportional große internationale Reputation. Das liegt wahrscheinlich schon ein bisschen an der Genese, an der Geschichte der Zeitung und auch, weil wir halt konsequent Auslandberichterstattung als unsere Haupt- oder unsere Priorität immer noch betrachten mit einem weltweiten Korrespondentennetz. Also bei der NZZ ist ja vor einem Jahr die Bezahlschranke eingeführt worden. Glauben Sie, wird man das in Österreich in Zukunft auch brauchen? Naja, wie ich den Markt hier überschaue und auch von Gesprächen weiß, ist das momentan hier weniger ein Thema, weil einfach das reichweitenbasierte Online-Geschäft immer noch werbetechnisch gesehen gut funktioniert, beispielsweise beim Standard. Bei uns war es effektiv ja auch eine Frage, wie konsistent sind wir im Markt hinsichtlich unserer Preispolitik. Dass wir direkt Geld verdienen wollen mit der Paywall im Sinne von, oder die Illusion hatten, das war nicht so, sondern wir haben schon gewusst, dass es wird auch bei uns sehr schwierig sein, das direkt zu monetarisieren. Hatten Sie Angst um die Reichweite? Naja, Angst nicht, aber die Reichweite ist zurückgegangen, nicht nur wegen der Paywall, aber sicherlich hat die Psychologie einer Paywall auch dazu beigetragen. Und wir analysieren das Laufen jetzt und überlegen uns natürlich auch unsere Preispolitik und unsere Preismodelle. Letztlich ist das aber, denke ich, immer so ein bisschen eine Glaubensfrage, nicht? Und für mich entscheidend ist noch einmal, ich möchte wertigen Journalismus zu einem Preis anbieten können. In welcher Form dieser Preis dann umgesetzt werden kann im Nutzermarkt, ist sehr oft ja auch eine technische Geschichte.